Gut. Ja, das war also die letzte Station unserer kleinen Rundreise durch Mittelalter, genauer Spätmittelalter, Hochmittelalter, die Burgschmiede. Schmieden wie andere Gewerke, feuergefährdende Art, die Bäckereien und Tellereien, wurden im Allgemeinen im äußeren Bereich der Burg genommen, sie hatte sogar in einer Vorburg untergebracht. Bei uns war dann noch der gewachsene Fels ein natürliches Feuernest. Was hat man den Schmieden wieder hergestellt? Keine Waffen, keine Geräte zur Kriegsführung. Vielleicht hat man, wenn der Ritter aus der Schlacht zurückkam,